Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einem Testvideo von der neuen PK Pro Wideline Pinselserie. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, handelt es sich um Dry Brushes, die der liebe Felix uns geschickt hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, ich habe erstmal ein bisschen hin und her überlegt, wie könnte ich euch die denn präsentieren, und habe mich dann dazu entschieden, die einfach mit den Army Painter Pinseln zu vergleichen, die ich jetzt schon ein bisschen in Verwendung hatte. Und ja, den ersten Unterschied, den ich feststellen durfte, bevor ich überhaupt damit gemalt habe, war, die Borsten von der Wideline sind wesentlich weicher. Länger und weicher. Und die haben mich tatsächlich so ein bisschen an die Artis Opus D-Reihe erinnert. Und die von Army Painter, man sieht das hier, ich muss deutlich mehr Kraft aufwenden, obwohl die relativ sauber sind, die sind deutlich steifer. Das gleiche gilt natürlich auch für den L-Pinsel, der bisher, muss ich sagen, tatsächlich mein Favorite aus der Reihe ist. Und ihr seht es auch hier, die sind deutlich, deutlich, deutlich steifer bei Army Painter. Und man muss auch dazu sagen, preislich ist da schon ein Unterschied. Wer vorher mit Artis Opus gearbeitet hat, wird sich hier tatsächlich wiederfinden. Das durfte ich relativ schnell feststellen, denn die sind sehr ähnlich, die Wideline zu den Artis Opus Pinseln, mit einem Unterschied, dass bei der Wideline der Stiel unten aus Plastik ist und bei Artis Opus aus Holz. Ich habe mir gedacht, weil ich dann hin und her überlegt hatte, ich nehme mir hier den Carnosaurus der Seraphon von Age of Sigmar und habe den erstmal mit Nuclear Yellow von Vallejo mit Kontrastfarben bemalt und möchte das jetzt gelb hochmalen. Dafür nehme ich von Vallejo Model Color das Moon Yellow und hinterher dann das Toxic Yellow. Das werde ich hier jetzt gleich noch ins Bild halten. Genau. Und werde damit drybrushen. Und ich möchte euch jetzt heute einfach mal diesen Prozess zeigen. Ich habe das schon immer mal gemacht in meinen Videos. Ich glaube, ich habe ihn aber nie vollständig gezeigt, denn der ist ähnlich zu dem, wie zum Beispiel auch Artis Opus das in seinen Videos macht. Und zwar habe ich mir hier ein Wasserglas genommen. Das ist altes Pinselwasser, das ist aber nicht ganz so entscheidend tatsächlich, weil wir brauchen das nur, um die Pinselborsten oben etwas anzufeuchten. Anfeuchten heißt in diesem Fall, das ist nämlich gut, dass das Plastik ist. Wir tauchen einfach die Pinselspitze unten ein und machen die paar Tropfen, die wir damit gesammelt haben, auf unsere, in meinem Fall, Glaspalette. Ich bin ein Riesenfan von Glaspaletten, weil wir die einfach in den Geschirrspüler schmeißen können und die sind danach wieder sauber. Und ziehen dann, ganz wichtig, eine Linie mit unserer Dropper Bottle. Denn wir versuchen jetzt so wenig Farbe wie möglich. Ne, ihr seht das hier, ich feuchte die Pinselspitze an, streiche aber das Wasser teilweise raus oder verarbeite es in die Borsten. Und ich nehme immer nur so ein bisschen raus und arbeite das dann erstmal in die Borsten ein. Das ist jetzt natürlich sehr stark hier und fange dann an, auf der Glaspalette, die hier mit einer Textur hat, das abzustreichen. Und gucke dann, bis ich zu einem Punkt komme, wo ich zufrieden bin mit dem Ergebnis. In der Regel, kann ich euch schon verraten, würde ich das machen, dass sehr, sehr wenig Farbe noch drin ist. Und fange dann an, hier wirklich ohne große Krafteinwirkung. Das sieht stärker auf dem Video aus, als es ist tatsächlich. Ich habe das relativ vorsichtig gemacht oder relativ mit wenig Druck gemacht quasi. Und ich gehe hier jetzt einmal über den Schuppenpanzer von dem Dino. Genau, ihr könnt dann natürlich, wenn ihr merkt, es kommt kaum noch Farbe raus, könnt ihr entweder den Druck des Pinsels erhöhen auf das Modell, was dann aber in der Regel ein bisschen anders aussieht. Oder ihr nehmt halt nochmal eine neue Prise Farbe, macht das genauso wie ich eben. Und ja, genau. Dadurch, dass wir die Pinselspitzen ein bisschen angefeuchtet haben, kriegen wir ein sauberes Ergebnis, ein saubereres Ergebnis. Und was ich euch dringend empfehlen kann, macht es nicht auf einem Küchenpapier, das Ausstreichen. Ich weiß, das wird durch Games Workshop immer so propagandiert in den eigenen Videos. Macht das nicht, weil das saugt die Feuchtigkeit natürlich wieder aus dem Pinsel. Feuchtet sie etwas an, wie gesagt, einen Tropfen, den ein bisschen einarbeiten und ausstreichen und dann die Farbe. Ihr kriegt ein super smoothes Drybrushing-Bild. Ihr seht es gleich hier, wenn ich den fertig gemalt habe oder fertig gebürstet habe mit der Farbe. Das ist ein ganz, 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 ganz weicher Akzent auf dem Nuclear Yellow von Vallejo. Hier seht ihr es. Ne? Also es ist wirklich ein schönes Highlight, was man sehen kann. Und es ist ganz dezent, ganz smooth aufgetragen. Hier sieht man es nochmal jetzt, wo ich es näher ranhole. Achtet vor allem auf den Oberschenkel und oben auf den Kamm. Da, na, also sowas kriegt ihr nicht hin, wenn ihr das mit anderen, mit der anderen Technik macht.
Genau, dann habe ich mich für den XL-Pinsel entschieden. Das ist der große, damit ich möglichst wenig Kraft brauche und einen großen Bereich abdecke. Das mache ich mit dem Nuclear Lello. Ihr seht, ich feuchte ihn wieder an, arbeite das Wasser so ein bisschen in die Borsten, streiche es aus und habe dann hier festgestellt, ups, ich habe ein Haar mit aufgenommen. Genau, arbeite wieder ein kleines bisschen Farbe in die Pinselspitze ein, streiche das aus, sodass ihr hier seht, dass die Texturpalette ja, getrockengebürstet wird. Bin dann irgendwann auch mit meinem Ergebnis zufrieden und gehe dann wieder auf das Modell. Und dann mache ich das gleiche wie eben, nur dieses Mal mit ein klein bisschen mehr Kraft. Also, ihr solltet es nicht mit voller Kraft draufdrücken. Das macht A, die Borsten kaputt und B, macht die Farbe halt zu krass. Aber ich bin hier relativ zielstrebig, nenne ich es mal, über das Modell gegangen. Habe immer wieder ein bisschen Farbe genommen. Ihr seht, ich mache hier manchmal so eine kleine Kreisbewegung, manchmal so eine Wischbewegung, damit ihr halt möglichst ein wirklich smoothes Finish auf den Schuppen kriegt. Und ich muss sagen, in der Hinsicht glänzen die Pinsel wirklich hervorragend. Da war ich sehr, sehr begeistert. Und ich muss wirklich sagen, es ist für mich fast, nicht hundertprozentig, aber fast der deutsche Artis Opus Pinsel. Hier seht ihr jetzt das Endergebnis mit dem zweiten Drybrush noch und da bin ich sehr zufrieden gewesen. Zu guter Letzt noch ein kurzer Info: Es gibt jetzt auch Dropper Bottles von PK Pro. Die sind mit einem Verschluss wie die Sachen von Pro Acryl und die habe ich jetzt einfach genommen, um meine Kontrastfarben von Games Workshop umzufüllen. Und da ist auch eine fette Aggregatorkugel schon immer drin. Und die gefallen mir ganz gut. Also das Dropper-Verhältnis ist gut. Das Umfüllen geht leicht, weil da ein kleiner Trichter dabei ist, der extra dafür ausgelegt ist. Und ja, ich hatte das sowieso schon immer mal überlegt, die umzufüllen. War aber immer zu faul, es zu machen. Man kennt sich. Und ja, ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Mit beiden Produkten tatsächlich. Also zuerst die Pinsel. Für mich eine absolute Alternative zu Artis Opus, bin ich ganz ehrlich. Ich war sehr begeistert von der Qualität und auch vom Pinselverhalten. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut doch gerne mal über unseren Reflink bei PK Pro vorbei oder schaut allgemein bei PK Pro vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, holt euch das Zeug und wir sehen uns im nächsten Video, hören uns im nächsten Podcast oder sehen uns, lesen uns im nächsten Artikel. Bis dahin. Ciao, ciao.